hier ist Ronja und nachdem wir letzte Folge gesehen haben, dass wir Lex reparieren müssen und dann fast gestorben sind, habe ich mich ein bisschen aufgemacht und ich habe tatsächlich noch ein Medikit gefunden. Das heißt, wir werden nicht sterben. Das heißt, hoffentlich. Ich mache mich jetzt mal weiter ans Reparieren. Und mir wurde gesagt, also in den Kommentaren stand, dass man erst schlagen darf, wenn die Fische beziehungsweise diese Blutsauger schon an dir dran sind. Und dass das sonst nämlich so in der Luft rumschlägt, wie es bei mir passiert ist. Und dass es wohl ein Bug im Spiel ist. Von daher, vielen Dank dafür für die Info. Und ich habe auch gesehen, das habe ich im Schnitt gesehen, dass ich irgendwo ein PDA liegen lassen habe beim Eingang hier in die Aurora. Das heißt, das werde ich noch suchen. Mehr oder weniger zeitnah, sobald ich das jetzt... Ah! Okay, okay. Pieks mich ruhig. Ja, komm. Pieks mich. Oh, warum erschrecke ich mich immer? Komm. Komm doch her. Du blöder Fisch. Ich hasse dich. Du bist böse. Oh, furchtbar. Okay. Na komm. Repariere. Er repariert nicht. Wieso repariert er nicht? Team? Hallo, ich habe doch Energie. Ah, jetzt repariert er. Interessant, interessant. Zwei Lecks noch haben wir. Ihr schreckt mich irgendwie immer auch, wenn ich auftauche, weil das so unerwartet kommt. Na komm. Wieso sind eigentlich überall diese Blutsaugerfische? Das gibt's doch nicht. Die sind voll furchtbar. Okay, da ist noch ein Leck und da ist noch ein Leck. Das sind die letzten beiden, die es nämlich gibt. Und danach sind wir schon fertig und können endlich aus dem Wasser hier raus. Das ist nämlich sehr belastend, okay? Oh. Das ist wie in einem... Ich weiß nicht. Nee, mir fällt kein gutes Beispiel ein, aber es ist einfach ein belastendes Gefühl, okay? Ich weiß, dass in dem Pool hier böse Sachen drin sind und ich will hier nicht rein. Okay, repariere. Bruch im Antriebskern versiegelt. Strahlungswerte sinken. Das ist doch schön zu hören, oder nicht? Freut ihr euch nicht, dass die Strahlungswerte sinken? Komme ich jetzt hier irgendwie wieder hoch? Hallo? Hallo? Nein? Dann halt nicht. Bin ich jetzt halt für immer im Wasser. Ich glaube, hier kann ich hoch. Ja, hier kann ich hoch. Yay! So. Okay, wir haben jetzt die Strahlung verringert. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, oder nicht? Seid ihr da nicht froh? Okay. Jetzt lass mich... lass mich immer ganz kurz. Ich glaube, ich müsste nämlich auf die andere Seite. Ist das richtig? Ich glaube. Momentchen mal bitte. Uno momento. Ich bin nach wie vor... Ja, genau, genau, genau. Orientierungslos. Ich musste aber auf diese Seite. Das kann ich euch sagen. Das weiß ich noch. Und da sind auch Treppen, die mir bestimmt behilflich sein könnten. Genau. So, hier ist nochmal eine Batterie. Und hier... wird jetzt erstmal gefeuerlöscht. Weil sonst komme ich hier nämlich nicht... Heile, au, mehr oder weniger heile, vorbei. Ich glaube nämlich, jetzt haben wir hier alles gemacht, was wir machen mussten. Mir fällt nämlich nichts mehr dazu ein. Ich nehme jetzt mal das Messer in die Hand. Einfach nur so, ohne speziellen Grund. Ich bin gar nicht besorgt, weil ich im Wasser bin. Das macht mir keine Angst. Hier wurde mir gesagt, habe ich noch was vergessen. Und zwar das Seemotten-Tiefenmodul Stufe 1 war noch hier. Das habe ich übersehen gehabt. Okay. Er will immer tauchen. Er ist ein richtiger Schwimmer. Er will immer tauchen. So, hier waren wir schon? Fragezeichen? Ich glaube, hier sind wir reingekommen. Nicht sicher. Das Essen. Essen ist gut. Wir sind nämlich... Wisst ihr was? Das esse ich gerade. Ich bin nämlich hungrig. Genau. Und in welche Richtung musste ich denn jetzt? Musste ich jetzt zum Krebsdock? Ich glaube, ich musste zum Krebsdock. Oh, was war das? Versiegelte Tür. Ist das korrekt? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber, dass das hier der Weg ist. Oh, hier ist noch eine Wasserflasche. Gib mir die Wasserflasche. Danke. So, komme ich jetzt... Oh, mein Orientierungssinn. Vor allem, weil ich das jetzt ja nicht hintereinander weggespielt habe, sondern... die Aufnahme schon ein Momentchen her ist, bin ich mir gerade nicht sicher. Wo ist denn meine Schubkanone? Hier ist meine Schubkanone. Schubkanone. Blub. Weggeslappt. Damit kann ich nichts Schubkanonen.
Aber auf der Seite kann ich Schubkanonen. Ohne Ende. So, so viel mein Herz begehrt. Solange ich nicht mehr hier stuck bin. Leute, ich bin stuck. Das war's. Das war's. Ich kann mich nicht bewegen. Wieso nicht? Hallo, Team. Okay, ich komme hier hoch. Komme ich hier hoch? Ja, ich komme hier hoch. Träumchen. Träumchen, das macht so Spaß. Ab damit nach dort. Ich räume auf. Ich habe mal so ein VR-Spiel gespielt, da konnte man das auch machen. Das war richtig weird, wenn man dann die Sachen selber so durch die Gegend geschleudert hat. Und dann sind die immer komisch geflogen. Dann war mal alles ganz unordentlich. Aber es war trotzdem, das war nice. Das hat voll Spaß gemacht. Ich weiß aber nicht, wie das Spiel hieß. Aber das war so ein Puzzle-Game. I don't know. Okay, hier komme ich, glaube ich, weiter zu den Wohnräumen. Okay. Warte, da packe ich doch mal den Scanner aus. Da gibt es bestimmt viel zu scannen in den Wohnräumen. Und den Feuerlöscher könnte ich wahrscheinlich auch mal mitnehmen. Irgendwie, ich habe das Gefühl, Feuerlöscher gehen ein bisschen zu schnell leer dafür, wie viel Feuer sie mal hinmachen. Weil Feuer auch echt schwer ausgeht, weil dann der Boden irgendwie noch heiß ist und sie dir sagen, das war wohl nix. Au. Okay. Guck hier, da fängt wieder an, was zu brennen, obwohl ich es eigentlich gelöscht hatte. Finde ich ärgerlich. So, wir scannen jetzt erstmal den Glastisch, den finde ich nämlich sehr ästhetisch ansprechend. Der ist jetzt gescannt und in unserem... Guck mal hier, es fängt wieder an zu brennen. Das gibt's doch nicht. Dann haben wir nochmal ein Medikit. Immer schön zu haben. Hier ist... Na komm, lass mich vorbei, ohne mich zu verbrennen. Bitte. Bitte lass mich vorbei, ohne mich zu verbrennen. Oh, was ist das? Konnte ich das scannen? Ein Einzelwandregal. Ja, schau mal einer an. Da seid ihr jetzt neidisch, ha? Huh? Auf das Einzelwandregal verstehe ich gut. Oh, da hinten ist ein Feuerlöscher. Ach komm, lass mich da drüber hüpfen. Na, also hier das PDA nehmen wir. Mit dem Tagesmenü. Oh, das Kätzchenposter können wir mitnehmen. Noch ein Schlückchen Wasser. Hier haben wir schon gescannt. Das haben wir alles schon gescannt. Das ist nichts Neues für uns. Ha. Kommen wir jetzt hier durch die Tür, ist meine Frage. Hallo? Komme ich hier durch? Darf ich hier durch? Okay, ich glaube, hier ist weder ein Code noch Laserschneiderkapazität. Das heißt, da komme ich wahrscheinlich nicht weiter. Dann lass uns mal ins Lager gehen. Im Lager finden wir einen köstlichen Nährstoffblock. Hm, da bediene ich mich doch. Ich trinke auch einen Schluck. 174 Leben haben wir jetzt. Wasser haben. Was? Nicht Leben, Essen. So, wir sind voll. Food. Was gibt's denn hier Schönes? Was können wir denn hier scannen? Noch mehr Nährstoffblöcke! Das Lager, Leute! Noch mehr Wasser! Oh mein Gott, ich wünschte, ich wäre vorher schon mal im Lager gewesen. Und noch mehr Wasser! Oh mein Gott, Jackpot im Lager, würde ich wohl sagen. Was haben wir noch? Oh, hier kommen wir her. Warte, dann gehen wir noch in den Raum. As I said, mein Orientierungssinn ist quasi nicht vorhanden. Den Tisch weiß ich nicht, den ich mir scannen kann, aber was mit dem Sessel? Den Sessel habe ich wohl schon. Was haben wir hier? Ein Einzelbett! Wir haben endlich ein Bett! Die Betten sehen schnieke aus. Ja, wir haben ein Bett! Wir haben ein Bett! Wir haben einen Vorrat! Können wir... Oh, was? Sporttasche einsammeln! Wir haben jetzt auch eine Sporttasche! Oh! Wir haben noch mehr Wasser! Was ist das? Kann ich das scannen? Nein, ist das noch mehr Wasser? Ja! Ja, das ist es! Noch eine Sporttasche! Eine Bank! Oh mein Gott, Leute. Loot. Noch eine Sporttasche! Jetzt wird's verrückt. Vorrat ansehen. Da ist nichts drin. Das Ding ist... Die nehmen irgendwie echt viel Platz weg. Ich glaube, ich brauche eine Sporttasche nur. Sonst ist mein ganzes Inventar voll. Dann kann ich nämlich nicht mehr weiter looten. Das wäre ärgerlich. Kann ich das Bild mitnehmen? Nö. Oh, hier ist noch ein Poster. Poster. Hier ist ein Code. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einen Haufen Codes gekriegt haben. Hier. In Kabine 1. 1869. Das war der Dude mit dem Krebsanzug. Okay, der Dude... Ah! Hatte Wasser, hatte Medi... Oh, der hatte ein Wandregal! Ja, guck mal einer. Oh, ich sag euch, meine Basis wird so wunderschön. Wunderschön wird die... Oh! Ein Stofftier! Georg! Und ein PDA!
Fett! Oh, nice. Ich mag, dass die ganze Zeit das Geräusch kommt, einfach weil wir so viel looten. Okay, die Schränke habe ich scheinbar schon, oder? Man kann nicht looten. Das heißt, jetzt geht's ab in die Kapitäns... wo war das denn? Hier. 2679, jetzt ist es der. 2679. Auf geht's! Auf geht's! Achso. Ich muss die Tür schon selber aufmachen. Okay, was können wir scannen? Wir können eine Aurora-Miniatur einsammeln. Was gibt's hier? Altera-Zentrale. Letzte aufgezeichnete Übertragung. Das ist ein Notruf. Blablabla. Was ist denn? Baupläne für eine Zeitkapsel haben wir jetzt. Okay. Hier spricht die Altera-Zentrale. Im Anhang an diese Nachricht finden Sie Baupläne für ein Rettungsschiff, das nach unseren Berechnungen in der Lage sein wird, den Orbit zu verlassen und sie zurück zum nächsten Phasentor zu bringen. Es ist zwar vorgesehen, dass sie Materialien verwenden, die sie vor Ort finden können, aber es wird eine Mods-Energiequelle benötigen. Okay, okay. Das heißt, wir können wohl hier irgendwie fliehen, wenn wir dieses Gerät bauen, wofür wir jetzt... Ihr wisst schon... Oh, noch ein Poster! Wir kriegen so viele Poster. Wofür wir jetzt die Baupläne wohl gekriegt haben. Hier können wir aber leider nichts mehr scannen. Das finde ich ein bisschen schade. Kabine 2, können wir die aufmachen? Nö, die ist verschlossen. Hier versuchen wir uns mal vorbei zu sneakern, damit ich nicht verbrenne und sterbe. Ich glaube, in die Richtung waren wir auch noch nicht. Das heißt, hier gucken wir noch mal kurz vorbei. Oh, das ist ein richtiges Lager. Da hier ist noch PDA. Na komm. Beziehungsvertrag, rechtliche Aufzeichnung. Okay. Hier komme ich rein mit Feuerlöscher, sage ich. Ja! Noch eine Batterie! Noch ein Medikit! Jetzt will ich die ganzen Medikits! Ich habe vorher nicht gesucht! Noch ein EA! Wasser kann ich nicht nehmen! Ich kann nicht trinken, noch einen Schluck! So, was haben wir gefunden? Broschüren, Altera Almosen, alles klar! Das können wir noch machen! Haben wir jetzt hier alles? Nein, ich denke in Kabine 4... Waren wir in Kabine 4 schon? Egal, wir gehen weiter! Eddie, wir gehen zurück, nevermind, wir gehen hin, in die Richtung noch mal kurz! Und schaut uns hier einmal fix! Und was ist das? Können wir das sehen? Hallo! Das können wir nicht nehmen! Hier ist noch eine Sporttasche! Hier ist ein Medikit. Überall sind Medikits. Ich wünschte, ich könnte sie benutzen. Ich nehme sie aber mit, nur für den Fall der Fälle. Man kann sich da ja nicht sicher sein. Versorgungsblock kann ich jetzt nicht nehmen. Irgendwas, was ich nicht brauche. Ach komm, die blöde Sporttasche brauche ich doch nicht. Erzähl mir doch nichts. Wofür ist die überhaupt gut? Kann mir das mal jemand sagen? Batterien sind mir viel wichtiger. Ich würde irgendwie diesen Block nehmen, der da ist. Ich glaube, in Kabine 5 ist die Chance sehr gering, dass ich reinkomme. Ansonsten war das so ziemlich alles, glaube ich, was in diese Richtung noch zu entdecken gab. Woher kam ich? Kam ich von hier? Ich denke schon. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal alles. Ich weiß ja, wie man hier weiterkommt. Weil nämlich ja da irgendwie durchs Wasser der Ausgang war. Oh, warte, können wir den scannen? Hallo? Eben konnte man was scannen. Krebsfragment. Ein Krebsfragment. Nehmen wir. Gut, jetzt haben wir Baupläne für das Krebs-Exoskelett Modell 3. Da gibt es verschiedene Modelle, wie es scheint. Oder das ist einfach nur ein verrückter Zufall. Warte, hier liegt noch eins. Ist es noch ein Krebsfragment? Ja, wusste ich. Wusste ich. Easy. Wir haben 2 von 4. Man braucht 4 Stück. Das ist ganz schön heavy. Egal, da oben hängen noch welche. Die schnappe ich mir jetzt. Die gehen bestimmt auch zu scannen, wenn die hier unten zu scannen gingen. Gehe ich jetzt mal von aus. Komme ich hier ran? Ich habe das nämlich das erste Mal, dass ich hier war, auch gesehen. Aber da habe ich nicht gesehen, dass man die scannen kann. Blub. Und komme ich an den? Nö, an den komme ich nicht. Außer, ich balanciere jetzt wie ein Künstler auf diesem Ding. Aha. Und zack, jetzt haben wir einen Krebs. Oh, ich nehme mein Messer und wir wissen, wo wir lang müssen. So ziemlich, glaube ich, wenn das in diese Richtung war. Ich meine, das war in diese Richtung. Ey, sind wir runtertauchen? Ich glaube, das war in die Richtung und dann konnten wir hier irgendwo auftauchen. Genau, so war das. Ich bin immerhin noch an der Stelle. Hier sind wir letztes Mal gestorben, weil wir erstickt sind. Übrigens, falls ihr euch daran erinnert, falls ihr euch nicht daran erinnert, dann schaut letzte Folge nochmal oder hinterfragt euer Kurzzeitgedächtnis bzw. Langzeitgedächtnis. Da unten ist was. Da unten leuchtet etwas. Da sind Fische. Ne, da sind... Okay, wir atmen nochmal. Nur so, kein spezieller Grund. Einfach nur so. Wir tauchen jetzt hier in die Tiefe. Tauch, 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 tauch. Wir nehmen den Feuerlöscher. Wir nehmen die Taschenlampe. Wir
leuchten mit der Taschenlampe hier weiter. Wir kommen durch das Loch, was wir schon aufgestoßen haben. Und wir können nicht atmen, okay? Wir können nicht atmen. Was ist das hier für ein Platz? Wo? Leute, Leute, ich habe jetzt hier erstmal folgendes Problem. Ich habe unglaubliche Angst, dass ich einfach sterbe. Das heißt, ich gehe jetzt hier kurz nochmal. Warte, gibt es hier irgendwas, was wir nehmen können? Daten herunterladen. Wieso kann ich die nicht runterladen? Habe ich keinen Platz? Braucht man irgendwie Platz dafür? Ich trinke mal. Sicher ist sicher. Vielleicht brauche ich dafür das Messer. Nein? Wieso kann ich die Daten nicht herunterladen? Vielleicht habe ich die Daten schon heruntergeladen. Okay, wir sind an der Luft, ja? Alles ist gut. Wir sind nicht beunruhigt. Es wackelt wie sonst was, aber alles ist in Ordnung. Gucken wir weiter bei Codes und Hinweisen. Laborzugang. Ich glaube, Laborzugang waren wir noch nicht, oder? Aus dem Labor neben der Datenspule. Keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist unser erster Guess. Weil das hatten wir schon. Da ist nichts mehr. Ich sag Laborzugang. Es ist 2483. Bitte sei 2483, sonst werde ich nämlich traurig sein. Hier ist übrigens, glaube ich, mein altes Loot, wo ich gestorben bin. Kann das sein? Hier ist auch ein Haufen Titan. Hm. Zufall? Ich glaube nicht. So, was war es nochmal? 6483. Bitte sei richtig. 6483. Ja! Oh, Gott sei Dank. Warte, hier ist auch keine Luft. Leute, hier ist immer noch keine Luft. Hier. PDA. Daten. Datenbankfehler auf deinem PDA festgestellt. Dein Schubkanonenbauplan wurde aktualisiert. Okay. Neuer Blueprint. Okay, was können wir hier scannen? Das ist natürlich echt mistig schon wieder. Wir haben... Okay. Ich hoffe halt einfach, dass wir hier hinter Luft haben. Ja, hier ist Luft. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay, war hier noch irgendwie was? Hier ist die Tür. Hier ist noch eine Batterie. Ich glaube tatsächlich, dass wir nicht so viele Batterien brauchen. Ich glaube aber auch, dass wir diesen blöden Pirscherzahn nicht brauchen. Dann nehme ich lieber die Batterie mit. Oh mein Gott, wir haben so viel Loot. Gibt es hier hinten noch irgendwas? Scheint nicht so. Das heißt... Oh Gott, es ist einfach dunkel. Ich muss jetzt hier hoch. Ab in die Luft. Und dann können wir hier, glaube ich, irgendwo auftauchen. Richtig? Oder ist es einfach nur, damit wir Luft holen können und nicht sterben? Okay, ich habe mich jetzt, glaube ich, hier hochgeglitscht. Ich bin mir nicht sicher, ob das so sein soll. Aber ich sage einfach mal, das war richtig so. Hier ist ein bisschen Feuer. Das heißt, wir benutzen mal diesen wertigen Feuerlöscher, bevor wir ihn fallen lassen. Hier ist 100% drin, hier ist 100% drin. Perfekt. Ja gut, auf geht's. Jetzt muss ich auch nicht mehr so auf meine Feuerlöscherladung achten, weil ich 200% habe. Das ist super beruhigend. Komme ich hier durch? Ja. So. Sieht doch gut aus. Hier ist noch ein Feuerlöscher. Ja, komm, nehme ich mit. Komm, was soll der Geiz? Hier nehmen wir die Schubkanone. Hey. Der will nicht. Der Tisch ist hängt. Der hängt fest. Der blockiert. Der blockiert. Komm mit. Tischli. Ja. Ja. So muss das. Na komm. Kann ich das nicht auch noch nehmen? Kann ich hier einfach raus? Ich kann hier raus. Oh, hier ist ein extra Ausgang. Ich glaube, meine Schubkanone ist leer. Aber das ist in Ordnung. Hier ist ein toter Krebs. Ich glaube, den habe ich getötet. Hier ist eine Batterie. Die kann ich nicht nehmen, aber ich kann... Ey! Krebs! Diese blöden... Also hier sind ja überall Viecher. Das finde ich nicht gut. Da war ja noch was. Hier ist, wie wir alle wissen, was... Ich habe voll Angst, in das Wasser zu gehen, okay? Früher habe ich gedacht, oh, das Wasser ist voll friedlich. Das ist alles voll schön. Und jetzt denke ich mir, hier ist ein Monster. Und ich habe voll Schiss. Voll beunruhigt. Welcome aboard, Captain. Das heißt, ich versuche jetzt hier so schnell wie irgendwie möglich einfach wegzufahren und zu meiner Basis zu kommen, ohne von irgendwelchen Monstern angefressen zu werden.
Was ja wünschenswert wäre. Aber ich würde sagen, ich bin ganz zufrieden damit, wie die Aurora so gelaufen ist. Habe ich noch Inventarplatz? Eigentlich nicht, aber... Wir können ja mal gucken, ob hier was drin ist. Nee, Titan nehme ich nicht mit. Wasser? Ach komm, nehmen wir das Wasser mit. Was soll der Geiz? Da, also die Richtung müssen wir. Welcome aboard, Captain. Wisst ihr was? Ich glaube, was wir jetzt brauchen, ist erstmal einen Schluck Wasser. Hom, yum, yum. Da können wir sogar zwei von trinken. Dann hören wir uns die Radionachricht an. Hier ist Rettungskapsel 4. Wir sind in der Nähe der Aurora gelandet. Auftriebskörper sind aktiviert, aber hier ist ein echt großer Fisch bei uns im Wasser und ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten. Den Fisch habe ich auch gesehen. Wir sind in der Nähe der Abschlussstelle, also bringen Sie Stahlschutzausrüstung mit. 4, Ende. Okay. Was ich mich jetzt frage, ne, ist, wo habe ich mein Werkzeug und kann ich mir damit noch einen Wandschrank bauen? Die ich vielleicht hier irgendwo aufstellen kann. So extra Wandschränke? Gar was. Dafür müssen wir erstmal in den schnellen Zugriff. Jetzt hier. Und dann bauen wir. Bauen wir. Oh, guck dich das an, ist das nicht Träumchen? Okay, wisst ihr, was wir brauchen? Aber wir können erstmal nicht das Bett bauen, weil das ein bisschen problematisch ist. Wir bauen erstmal eine Bank. Schon Energie. Oh, der Traum. Endlich im Bett. Ohne Witz, das hat mich so gestört, dass wir kein Bett haben. Das hat mich richtig belastet. Da war ich voll, keine Ahnung, verärgert. Aber so hat es verblödet, wir haben kein Bett. Okay, wir nehmen ein Wandschmidt. Okay, wir machen hier noch einen hin. Dann nehmen wir uns ein bisschen Titan hier raus. Das Medikament brauchen wir nicht. Hier ist Titan. Und dann bauen wir den Wandschwind und haben auf einmal Platz und können unsere ganzen... nee, das war nicht mit Absicht. Und können unsere ganzen gefundenen Sachen, inklusive der extra leeren Taschenlampe, die wir jetzt hier haben, einmal hier ablegen. Oh, das brauche ich aber noch. Das Zyklop-Maschineffizienzmodul, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Poster kann ich, glaube ich, aufhängen. Das Demo-Modul können wir, glaube ich, ziemlich bald... Okay, dann ist hier jetzt Utility drin, okay? Warte. Utility. Und genau. Dann würde ich sagen, was ist aber auch mit dieser Folge. Ich richte jetzt ein bisschen die Werte ein und kann euch das nächste Folge zeigen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao!